Herzlich willkommen zum Zum Skichroniken Let's Play mal wieder. Ja, wir sind ja dabei hier. neue Aufnahmesession von uns. Mit gutem Sound, will ich doch stark hoffen. Und ja, wir freuen uns auf dieses Adventure, auf dieses spaßige Spielerlebnis hier. Auf Petra und auf die netten Leute. Genau, und wir haben nach wie vor keinen Plan, was wir jetzt machen sollen. Ist auch schon ein ganzes Stück her, als wir das letzte Mal aufgenommen haben. Das ist ja schon. So ein paar Monate, Naja, ja. das war ich irgendwann 2012 noch, aber jetzt sind wir im März. Neue Elan, Frühling kommt bald, ich freue mich Ja, wir und müssen uns halt jetzt erstmal wieder reinspielen, weil wir keine Ahnung haben, was so nimm das abgeht. Babyvieh, ist so ein guter Ich glaube, Plan. das haben wir letztes Mal schon fünfmal Möchtest gemacht du oder mit so. Onkel Nate mal einen Spaziergang Ist ja machen? voll der perverse Kerl. Willst du einen Ja, so Spaziergang machen? Nein, Nein, gefährlich. Aber er kann mir helfen. Nicht Nicht erlauben. erlauben. Ich glaube, wir müssen das Vieh irgendwie stehlen oder so. Was haben wir denn hier so? Ja, aber ein vegetarisches Sandwich. Das ist ja Stimmt, war das nicht wunderbar. das? Der Kleine steht ganz gut im Futter, würde ich sagen. Vermutlich lässt sich das Sandwich Ja, woanders stimmt. besser Das ist ein einsetzen. wahres Wort. Vielleicht der Eile. Der will doch sich das fassen. Kann man gar nicht geben, schade. Warte, wie war das nochmal? Man musste irgendwie den Hufeisen. Ne, musste das Sandwich auf das Katapult legen, oder? War das nicht so? Entschuldigung, Das haben wir doch Gavin. letztes Mal gemacht, irgendwie. Geht aber gar nicht mehr. Spanne das Katapult, oh ja. Genau, und dann haben wir das Sandwich draufgelegt, ist das Vieh Also irgendwo gut, auf ein hingeflogen. neues. Genau, was ich machen. Oder auch nicht. Vielleicht auch das. Was ist denn das hier? Nimm den Lutscher. Stimmt, und dann musst du. Ja, so war das genau. War das so? Ja, jetzt musst du an dem Vieh, das daher locken. Ne, musst du den da, glaube ich, auf das Katapult, Nee, oder? den Lutscher auf das Brett. Eine Stimme in meinem Kopf sagt mir, dass man sowas nicht Ja, tun das ist sollte. natürlich wahr. Andererseits ist man verrückt, wenn man auf die Stimme in seinem Kopf hört. Genau. Alter, macht das wirklich. Wenn ich das Ding betrachte, erfüllt mich eine kleine gemeine Vorfreude. Das ist schon so ein Asi-Eigentlich. Das musst du dieses Kind da. Was soll man jetzt? Ich kann es, wie soll man es benutzen? Ah, hier geht es. Zieh am Faden nur. Wenn ich kräftig am Faden ziehe, würde ich das Hufeisen abziehen und das Katapult Na, so ein auslösen. ganz cleverer. Ich teste das lieber nicht. War eine ziemliche Arbeit, das alles aufzubauen. Das wäre so eine Arbeit gewesen. Hatten wir das eigentlich schon mal gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr so Ja, genau. und da haben wir das Vieh da irgendwie hingelockt. Das ist so weggeflogen, oder? Wir reden nochmal mit Ja. dem Vieh jetzt. Das Baby ist in Ordnung, schätze ich. Was ist das? Das ist ein Plan. Ja, jetzt hat. Naja, schön. Psst. Ich freue mich. Ich glaube, das haben wir schon gemacht. Und es Alles hat okay? uns passiert. Klar, warum nicht? Ist ja nett. Okay. Was kommt da jetzt irgendwie wieder zurück? Ich nehme mal den Lutscher wieder mit. Den kann man immer gebrauchen. Ich glaube, Und das jetzt ist das Vieh da hinten und jetzt können wir irgendwas mit dem Vieh anstellen. Das ist doch der güldene Plan des Ach Jahrhunderts. ja, stimmt, der Pinguin mit dem Fisch, das war ja auch eine gute Sache. Ich hab alles vergessen hier. Ah ja, da ist das ja. Nimm das Babyvieh. Jetzt können wir noch was kosten. Aber das hatten wir schon mal, ich kann mich erinnern. Oder? Oh, was haben wir denn Das hat da? sie ja gebissen, oder? War das nicht so? Hey, was hast du denn, Kleiner? Ganz Stimmt ja, es ruhig. beißt ihn jetzt und dann läuft sie dahinter und dann war es das eh schon wieder. Ich muss hier irgendwas machen, ich muss hier was machen. Duzi, Duz. Jetzt komm, nein! Du musst irgendwas machen, oder? Das war's noch nicht. Wahrscheinlich muss man dem, während es im Schnee steckt, schon irgendwas geben. Was denn geben? Ein Lutscher. Wahrscheinlich irgendwie so ein Kack. Ich muss jetzt alles nochmal machen, oder was? Wir reden nochmal mit Petra. Das liegt bei. Petra. Hi. Ja, hi. Du störst die Tiere. Welche Tiere denn bitte? Du bist das einzige Lebewesen. Hast du denn Hunger? Möchtest du vielleicht etwas essen? Was steht denn zur Auswahl? Ja oder nein? Ja. Also schön. Ich habe ein Sandwich. Ich gebe es dir, wenn du mir dafür dein Protestschild gibst. Typisch Mensch. Tut nichts ohne Eigennutz. Auch ein Tier würde einem anderen nichts geben, ohne dadurch einen Vorteil zu erhalten. Nur weil wir die Tiere vermenschlichen. Ich gebe dir das Sandwich zumindest nicht einfach so. Dann eben nicht. Tja, Stimmt, wir müssen das Protestschild nehmen. So war das. ich bräuchte wirklich dringend dein Protestschild. Die Tiere brauchen es noch viel mehr. Solange ich hier bin, werde ich es mit Stolz Ja, tragen. ich. Keine Chance, ich muss sie loswerden. Das ist ein guter Plan. Ja, sehe ich auch so.
Ich glaube, wir müssen sie irgendwie ablenken. Versuch zwischen die rote Blätter klemmen und dann so. Sie! Klar. Nee, keine Ahnung. Vielleicht, wenn das Vieh da ist, kann man sie dann wieder als ein Vieh locken, da kann man das Schild klauen. Irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas, genau. Das ist da oben, wenn das Vieh da hängt, müssen wir wahrscheinlich mit ihr reden. Soll ich nochmal dahinter gehen oder erstmal? Ich würde nochmal zurückgehen. Oder schau, geh nochmal hinter. Vielleicht schauen wir, erkunden wir nochmal alles, was sie gibt. Wir sind ja nicht mehr so ganz so drin. Oder wir betrachten das Fass. Der kann ja auch laufen, das ist ganz gut, eine famose Sache hier. Tja, wofür könnte ich die Farbe gebrauchen? Vermutlich für nichts. Letztes Mal war der auch der gute Munkus. Der gute Mann. Munkus. Der komische Grüne. Ja, ich mach das jetzt alles nochmal, also irgendwie so. Ja. Es hat ja eh so lange gedauert, außerdem das Tempo unfähig ist. Also gut, dass ich mir erst davon muss. Oh, ein neues. Ja, der ist halt schon alt und schwach. Ja, du bist dir nicht ganz sicher, das ist gemein, ich weiß. Eine Stimme anders. Aber Anna ist, glaube ich, noch ein bisschen komplizierter. Ja, aber auf jeden Fall. Kommt dann auch bald raus, also, oder vielleicht auch schon davor, wer weiß. Psst. Haben wir jedenfalls jetzt schon gemacht, als wir die auch noch machen, ist das andere schon. Ja. Ja, egal. Ja. Alles okay? Klar, warum nicht? Weil die andere ist ja so tierlieb, vielleicht mag sie ja das Tier, dann geht sie da hin und klonkt das Schild. Genau, und so eine komische Verrückte. Kann ja doch noch laufen, oder? Manchmal kann er laufen, manchmal nicht. Das ist ganz tricky. Ja gut, dann haben wir jetzt das Vieh. Und da? Petra. Hi. Ich will euch gar nicht mit dir reden, ich hasse sie eigentlich. Ja. Du störst die Tiere. Ich bräuchte... Die Tiere... Ja, das hatten wir gerade eben schon. Keine Chance. Vielleicht magst du hier den Lolli haben. Ich muss weiter. Versuche beim Weggehen so wenig Pflanzen. Pflanzen magst du ja auch noch. Ja. Ja. Oh, diese komische Frau. Möchtest du vielleicht etwas essen? Ja, das ist genau dasselbe. Ja, oder? Ja. Also schön. Typisch. Auch ein. Nur weil ich geb. Ja, den Lolli haben wir jetzt doch mal nicht mehr mitgenommen, oder? Nee. Soll ich nochmal holen? Und das Sandwich, ja. Viel können wir uns nicht geben, oder? Wir können ja das Eisloch. Wir können ja das. Ah ja, wir können das Vieh an Hufeisen hängen und da das Eisloch. Geht nicht. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns nochmal den Lolli und schauen, ob das geht. Wenn nicht, dann gehen wir nochmal zur Eti-Höhle. Ja, oder nochmal rein. Wir können auch rein. Ja, genau. Nee, wir können natürlich nicht rein. Mit dem Vieh. Wir können jetzt mit dem irgendwas machen, das kommt vorne noch nicht, oder? Er scheint noch nicht bemerkt zu haben, dass das Kleinvieh verschwunden ist. Was ist das bloß für ein Typ? Achtet nicht auf seinen Nachwuchs, sodass andere Leute ihn durch die Gegend katapultieren können. Ja. Vielleicht mal eher den Lolli haben. Oder vielleicht mal kann man ihn ja auch auf das Katapult locken. Er scheint noch nicht. Ach ja, man kann nicht mehr rein, gell? Oder wie war das? Nee, er kann nicht rein. Ich kann nur mit dem Vieh. Also er ist mir nicht erlaubt. Was die Viecher wohl in dieser Höhle verbergen? Sogar einer wie Munkus dahinterher ist, muss es unglaublich wertvoll sein. Ja. Wir sollen ja irgendwie so eine Maschine für den bauen, aber wir machen es nicht, gell? Also irgendwie sowas ist es doch. Was haben wir hier noch so? Die Disco-Kugel letztes Mal da. Dieses. Ja, ist auch eine super Sache. Die ist ja jetzt auch nicht mehr da, diese komische. Wie hießen die überhaupt? Gib dem Vieh wie den Lodger. Das haben wir noch nicht gemacht, oder? Weiß ich nicht. Erstmal muss ich den kleinen Kerl da rausziehen. Nee. Ganz sicher nicht. Ach, du musst ihn erst rausziehen, dann wenn du ihn in der Hand hast, wahrscheinlich dann. Soll ich es echt machen? Ja, probier's doch aus, sonst kannst du eh nichts machen. Nein. Ich glaube nicht, dass es geht. Was haben wir denn da? Ja, ich kann. Kannst du noch? Kann ich nicht. Hey, was hast du denn, Kleiner? So, das ist schlecht. Jetzt halt. Ich hab was für dich. Schau mal. Ausgezeichnet. Ja, ich finde echt. Oh, zum. So, ich das Kind jetzt eingesteckt. Ist egal. Jetzt kannst du vielleicht der Frau oder das Kind. Ja. Wir haben es rausgefunden doch schon. Ja, wir haben schon wieder Schritt in die richtige Richtung gewagt. Irgendwas sagt mir, dass Petra nicht damit einverstanden sein könnte, dass ich ein flauschiges Baby durch die Gegend katapultiert habe. Nur so eine Vermutung. Wieso denn nicht? Es wechselt ja echt ihre Schilder. Und wieso hat sie überhaupt Schilder? Welche Leute sehen denn ihre Schilder, außer ich? Ja, außer die, der halt hier. Die Viecher. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier nochmal. Nee, das wollte ich gar nicht. Verdammt. Zwar in die Tür. Vielleicht musst du ja. Keine Ahnung. Ja, ich denke auch, du musst das. Oder wir müssen das Vieh rosa färben. Nee. Das ist doch schon rosa. Ja, schon. Ich finde, das sieht so gut aus. Aha.
kann man mit ihm reden. Stimmt, die Yeti-Hülle haben wir letztes Mal irgendwas angezündet, gell? Mit ihm reden. Ich sollte ihn bald wieder zurückbringen. Auch Kleinvieh macht Mist. Ja, stimmt. Ja, probier mal, den irgendwo hinzusetzen oder so. Warum soll ich ihn irgendwo hinsetzen? Der mag doch sicher so kleine Viecher. Gib Cornelius das Babyvieh. Der kocht es doch. Lieber nicht. Cornelius könnte den Kleinen für einen Yeti in Miniaturformat halten und wer weiß, was mit ihm anstellen. Na. Dann. Erstmal der Griff zum Suppentopf, wenn man das Babyvieh in der Hand hat. Ja. Ich glaube, hier können wir auch nicht weiter. Aber es muss schon was mit dem zu tun haben, denke ich. Kann man dem das Sandwich geben? Jetzt nicht. Wenn Cornelius mit jemandem sprechen will, hat er immer noch den Yeti. Stimmt, natürlich. Der ist doch auch voll der verrückte Kauz, oder? Der ist gerade verrückt hier. Ja, eigentlich schon. Also wir können ja auch nichts interagieren. Was haben wir denn? Sperr dich selber ein. Dafür gibt es momentan keinen Grund. Nie einen Grund. Aber sollte Cornelius wieder ausrutschen und sich in den Yeti verwandeln, könnte ich darin vielleicht Schutz Vielleicht kommt ja auch der Glöckner vorbei. Voll gut, Plan. Wenn der Glöckner vorbeikommt, kann sich da auch gut verstecken. Ja, dann halt nicht. Sonst haben wir ja auch nichts mehr, oder? Nur diese komischen Flächen da hinten. Vielleicht kann man das Babyvieh da hinsetzen, oder was weiß ich. Ich meine, Sandwich in die Wand klatschen, schade. Aber ich schau's nochmal an. Seltsam. Ich sehe weder einen Yeti noch einen Forscher. Also der war ja schlecht. Wollte ich sagen. Ja, der war echt schlecht. Ach, Eisloch, klar. Schade, Mann, aber... Ist nicht so einfach, wie es scheint. Mhm. Ja, wir benutzen auch keine Tipps, wir machen das hier alles total. Ja, so all die Rätsel, all der Schmerz. Stimmt. Schmerz vor allem. Das ist einfach gar kein Schmerz. Vielleicht kann man das Baby wieder doch nehmen. Nee. Mann, was haben wir denn wieder? Kannst du dem Vater wieder zurückgeben. Was soll das denn bringen? Keine Ahnung. Da können wir in die Speicheranlage mit dem Babyvieh reden. Weil das kann ja so gut reden. Kann man das einfach da reinstecken? Die Speicheranlage verstören. Geht zum Techniker das Babyvieh, das würde ich mal machen. Soll ich echt machen? Sicher, es macht Spaß, Babys durch die Luft zu katapultieren. Ja. Aber ich sollte das nicht öfter machen als nötig. Deswegen bleibt der Kleine erstmal bei mir. Das ist ja nett, dass du das nur. Aber was soll man denn machen, Jo? Rede mit dem Oberviech, ich mach's mal kurz. Ja, der hat sich was zu melden. Solange ich nicht die Antenne von Petra besorgt habe, werden mir die Viecher nicht weiterhelfen. Jo. Das hat schon was mit der Petra, glaube ich, zu tun, diese komische Frage. Gibt doch eh einen Schlag. Ich sollte ihn bald wieder zurück. Aber was können wir denn machen? Wie kann man denn wechseln überhaupt? Wie war das denn? Ups. Wie was wechseln? Zum anderen Vieh, wie kann man denn wechseln? Der steht doch irgendwo rum, oder? Oder? Ich verstehe gar nicht, was du machst und was du, wo du hin willst. Ja, weil dann hat er zwei Charaktere. Ihn und dann noch den anderen. Den Knaben drin. Und wo ist der Knabe? Ach so, keine Ahnung. Der ist wahrscheinlich drinnen. Aber man kann nicht wechseln, glaube ich. Frag den Mary, wird's ja auch noch. Gebrochene Planken, zerstörte Propeller und die Maschine wird auch einiges abbekommen haben. Ich sollte ernsthaft in Erwägung ziehen, die alte Lady hier zurückzulassen, sofern ich ein anderes Transportmittel finden kann. Ach so. Wenn Masas hier auftaucht, bevor die alte Dame flugtauglich ist, bin ich erledigt. Ja, Masas? Vielleicht kann man das Babyvieh reinsetzen, ja, helfen, und dann kommt die Frau dahin, weil sie ja so tierlieb ist. Die Trümmerteile sind über hunderte Meter verstreut. Es sieht nicht gut aus für die alte Lady. Die alte Lady ist das... Oh, ich dachte, das geht schon. Es ist mir logisch erschienen, das Vieh da einzusperren, geht die Petra dahin. Aber wir können doch nichts machen hier. Was hält ihr denn von dir? Das ist Petra. Sie und der Yeti-Typ konkurrieren um den Titel des beklopptesten Menschen hier in der Gegend. Zur Sache auf jeden Fall. Sonst haben wir hier auch nichts. Wir könnten eigentlich nichts machen schon wieder, das ist schon wieder fatal. Hast du eine Idee? Gibt es hier irgendeine Taste? Ich geh mal kurz auf Optionen. Mhm. Das ist interessant. Die Kantenglätter, okay. Was war's anders? Keine Ahnung, was hast du denn? Hast du eine Idee? Was war das gerade für ein Hinweis, den du hattest? Ich glaube, die Antenne von Petra und gewinne das Vertrauen der Viecher. Keine Ahnung, was soll er machen? Kann man diese scheiß Antenne klauen? Das ist ja die Frage. Vielleicht sollten wir echt mal uns spoilern und so mit.
oder? Oder auf den Schwierigkeitsgrad niedriger setzen. Nö, das ist nicht klar. Die Maschine. Von Magie lasse ich lieber die Finger. Hä? Magie? Das ist nicht Spaß. Jetzt kann ich gar nicht mehr anklicken. Ich kann die Farbe einmal auch gar nicht mehr anklicken. Echt? Nee. Versuch mal alles anzuklicken, was du gibst. Das geht ja nicht. Weil ich muss mir jetzt ja doch vom Horst nochmal mit ihm reden. Er scheint noch nicht mehr. Ach komm, aber hier gibt's ja nichts mehr. Ich krieg's nicht. Ich mache schon alles erdenkliche aus. Ventilator. Wieso nicht? Ohne Frischluft würde es in der Höhle der Viecher vermutlich ziemlich schnell müffeln. Langes, feuchtes Fell. Ich hatte mal einen Hund, Rupert. Er ist mir zugelaufen. Immer wenn er nass geworden ist. Und dann abends. Ich schweife ab. Mann, wieso kann, der muss da irgendwie reinreden. Der kann doch reden, oder? Irgendwas mit Reden ist, glaube ich. Oder? Aber was kann sonst eher? Das Viech da. Das kann doch nichts. Natürlich kann das nichts. Das kann ich auch nicht mal mehr in die Speicheranlage. Das geht dann mal alles hinweg. Haben wir denn noch irgendwas, was wir noch nicht getätigt haben? Ich glaube, es ist trotzdem beim Yeti oder so. Metalltor. Was die Viecher wohl in dieser Höhle verbergen. Stimmt, das hatten wir schon. Hier ist noch mal eine Runde zum Yeti gehen. Hier ist nichts mehr. Das muss ja auch nicht unbedingt hier sein. Der Stuhl ist sicher vertan. Ja, keine Ahnung. Werden wir in naher Zukunft sehen.